Manchmal, wenn ich von meinem Hof in Wesseslinden hinunter ins Tal und hinüber auf den Sauwald schaue, sehe ich die Wolkenschwaden über der Donau hängen. Dieser Strom, der 2200 Kilometer weiter im Schwarzen Meer mündet, ist seit Menschengedenken eine Lebensader, an der viele Völker mit ihren verschiedenen Kulturen leben. Schon seit langem wohnte in mir der Wunsch, eines Tages diesen Fluss mit einem Boot zu befahren. Viele träumen davon, so auch Andreas, nur verband er in Gedanken seine Bootsreise mit dem Motorradfahren. Eines Tages trafen wir uns und die Idee entstand. Eine Reise mit der Zille und Motorrädern zum Schwarzen Meer. Also suchten wir Menschen, die unser Vorhaben unterstützten. Schon bald überließ uns Anton Witti aus Wesenufer eine ausrangierte Zille mit stattlichen 10 Metern Länge. Die brachte ich in meiner Scheune unter und der Umbau zu einer wintertauglichen Zille begann. Als nächstes ging es darum, den Binnenschifffahrtsführerschein zu machen. Die Freimandels fanden die Idee gut, sponserten uns und bald hatten wir den Schein in der Tasche. Da uns aber einige Menschen davon abhielten, im Winter mit der Zille zu fahren und da uns der Zufall in Form eines preiswerten Schiffes zu Hilfe kam, renovierten wir dieses Eisenschiff aus den 60er Jahren und machten es nach bestem Wissen donautauglich. Im letzten Moment bekamen wir von KTM eine 1000er Adventure und von BMW Huber eine 1200er BMW geliehen. Das Verladen war eine Sache für sich. Endlich war der Tag der Abreise gekommen. Am 11. Dezember dampften wir nach Passau und legten am sogenannten Russenkai an, um am nächsten Morgen offiziell zu starten. Da die schweren Motorräder oben auf dem Fahrdeck festgezurrt waren, wurde uns bei den ersten Bugwellen der großen Lastenkähne schon etwas mulmig. Vor Einbruch der Dunkelheit probierte ich dann noch unser nagelneues Dinghy aus und stellte dabei fest, dass es schon sehr klein war. Und dann bereiteten wir uns, nachdem uns noch Erwin, Hans und Johannes besucht hatten, auf unsere erste Nacht an Bord der Donauperle vor. Mit kleiner Verspätung legten wir dann am Morgen ab und dampften bergab nach Jochenstein, wo wir beim Haus am Strom von einer offiziellen Gruppe erwartet wurden. Die Donauperle sollte noch eine Schiffstaufe erleben und Bürgermeister Tuschel aus Untergriesbach erledigte diese Aufgabe mit Bravour. Na, wir haben eine schöne. Oder leicht absenkt. Ich bin umgefahren, Handy hat Diese Unterstützer des inzwischen zum Donau-Freundschaft-Abenteuer herangewachsenen Unternehmens hatten uns nicht nur freundliche Worte, sondern auch leckere Naturalien für die Reise mitgegeben. Eine kleine Bootsbesichtigung war da selbstredend inklusive. Und schon machten uns wir beiden Landratten, ohne nennenswert geübt zu haben, auf die Reise zum Schwarzen Meer. Kartenmaterial hatten wir uns besorgt, serbische, ungarische, bulgarische und rumänische Devisen, das, was man für eine sichere Bootsfahrt braucht, also Fender, Fahnen, Rettungsring und allerlei Kleinkram. Was wir nicht an Bord hatten, war eine Heizung. Die hätte unser Budget gesprengt, also beschlossen wir, lieber in gute Schlafsäcke und warme Kleidung zu investieren. Und im Nachhinein können wir sagen, die Kälte an sich war, bis auf wenige Momente, nicht wirklich ein Problem. Zumindest nicht für unsere Körper. Über 5 Grad Celsius. Die Disco kocht sozusagen. Oh, das ist auch schon lasch. Prost, Kollege, Compadre. Am Hafen an der Schlögener Schlinge hatte sich bewahrheitet, was wir bereits befürchtet hatten. Das, was in unserer Lektüre als Tankstelle für Boote eingezeichnet war, lag in tiefem Winterschlaf. Von November bis April sind die Bootshäfen eingewintert.
Da müssen sich Abenteurer wie wir eben etwas anderes einfallen lassen. Das Problem war obendrein, dass wir nur ungefähr wussten, wie viel Diesel unser 73 PS Peugeot-Motor in der Stunde verbraucht. Und wir wussten auch nicht, wie viel Liter unser Tank fasst. Pläne existierten zu diesem Boot schon lange nicht mehr. Wir wussten nur, der Tank ist etwa halb voll und wir haben 100 Liter in Kanister gebunkert. Und noch eins wussten wir, sobald der Motor läuft, muss das Kühlwasser, das von unten durch den Motor gepumpt wird, wieder aus dem Rumpf hinaussprudeln. Sonst haben wir ein Problem. Die Reise begann sehr romantisch. Raureif lag auf den Hügeln, Kormorane trockneten ihr Gefieder, gleichmäßig brummte der Motor. Die zweite Schleuse ist die dritte Schleuse, die wir praktisch schleusen, und wir stellen uns gar nicht so dumm an. Im Prinzip wollen wir uns bei allen Tätigkeiten abwechseln, aber bald zeigt sich, dass der eine von uns besser rangiert und der andere sicherer die Leinen an den Poldern festmacht, und so sind wir bald ein gut eingespieltes Team. Wie wir es zur Prüfung gelernt haben, melden wir uns ordentlich per Telefon an und reihen uns in gehörigem Abstand hinter den großen Schiffen ein. Das Ablassen des Wassers kommt einem langsam vor, aber gemessen an dem Volumen so einer Schleusenkammer geht es recht flott vonstatten. Gegenüber entdecken wir einen Schwimmpolder und nehmen uns vor, bei der nächsten Schleuse so einen zu erwischen. Dann öffnet sich das Schleusentor und es geht weiter. Es interessiert uns, wie schnell wir vorankommen, und wir stoppen mit Hilfe der 100 Meter Marken unsere Reisegeschwindigkeit ab. Über Grund dürften wir in etwa 12 Stundenkilometer schnell fahren, etwa so schnell wie ein flotter Jogger läuft. Beim Warten auf der Schleusen haben wir einen Mann gefragt, ob er eine Tankstelle kennt, die man zu Fuß vom Ufer aus erreichen kann. Er schlägt Linz vor, also legen wir in Linz an und stapfen mit unseren vier Kanistern los. Der Mann in der Tankstelle schiebt alleine Dienst und so kann er uns die 85 Liter nicht zum Schiff bringen. Also spielen wir Iron Man und schleppen jeder gut 40 Kilo Diesel einen guten Kilometer bis zum Schiff. Im nahen Arkhotel bekommen wir Internetzugang. Wir fühlen uns schon wie Seemänner. Sobald wir an Land irgendwo sitzen, beginnt der Raum um uns herum sanft zu schwanken und zu schweben. Nach der Abreise in Linz ging die Reise weiter nach Yps. Das Donauufer war hier nicht nur malerisch. Kies- und Betonwerke sind eben auch ein Teil der Wirklichkeit. Im Winter erscheinen sie aber noch um einiges unattraktiver als im Sommer. Bei der nächsten Schleuse hatten wir Glück. Steuerbord waren Schwimmpolder in der Schleusenwand und wir steuerten gleich den ersten an. So ist das Schleusen eine entspannte Angelegenheit. Einmal am Polder festgemacht, hat man nichts mehr zu tun, bis man unten respektive oben angelangt ist. Die Temperatur im Schiff passte sich langsam der Außentemperatur an. Das hatte zur Folge, dass zwar Eisblumen die Sicht nach draußen erschwerten, aber andererseits tropfte nachts weniger Kondenswasser von der Decke, da ich schnell an den nicht isolierten Stellen gefror. Kurz vor Yps machten wir wegen der einbrechenden Dunkelheit kurz vor der Schleuse fest. Kleinfahrzeuge werden ab Eintreten der Dämmerung ohnehin nicht mehr geschleust. Von der nächsten bis zur übernächsten Schleuse hatten wir offizielle Schleusenhüpfer an Bord. Drei freundliche Passagiere von der Schleusenaufsicht hatten einen Betriebsausflug gemacht. Dabei konnten wir wieder das eine und andere lernen. Am nächsten Morgen um 9 Uhr ging es flott weiter mit dem Etappenziel Krems. Wir hatten gewaltig Gegenwind, was die Wellen anwachsen ließ, und das bisschen Gesichtshaut, die wir nicht mit unseren Motorradhauben und Kapuzen bedecken konnten, schmerzhaft malträtierte.
Bei Marbach sollte auch eine Möglichkeit zum Dieselbunkern sein, aber alles sah verlassen und eingewintert aus. Also dampften wir weiter in der Gewissheit, dass wir auch ohne Tanken noch eine Woche fahren konnten. Wir gaben nicht allzu viel Gas und fuhren nach Gefühl und Gehör, weil wir so etwas Luxuriöses wie einen Drehzahlmesser zwar an Bord hatten, aber es war uns und denen, die sich daran bisher versuchten, nicht gelungen, ihn auch richtig anzuschließen. Außer uns waren nur Frachtschiffe unterwegs. Selten begegneten wir noch einem großen Flusskreuzfahrer. Die interessanten Bauwerke und Sehenswürdigkeiten mussten wir uns für die Rückreise aufheben, da wir praktisch ab dem Anlegen immer zu Fuß unterwegs waren. Unsere Motorräder waren hoch oben auf dem Schiff und eine Kaimauer, die hoch genug gewesen wäre, um die Bikes bequem abzuladen, war praktisch kaum in Sicht. Also genossen wir die Fahrt, das Wetter, das uns nicht vom Dampfen abhielt, und ab und zu eine Tasse heißen Tees. Auf den Weinbergen der Wachau lag auch schon Schnee und unser Außenthermometer zeigte 12 Grad unter Null. Wirklich gemütlich war es nicht auf Deck, aber wir konnten uns ja mit dem Fahren abwechseln. Und unter Deck hatte es durch die Abwärme des Motors immer eine Temperatur um den Nullpunkt herum und das empfanden wir als relativ warm. Abends, an unserem Etappenziel angekommen, versuchen wir zuerst unser Glück im Yachthafen. Der ist zur Hälfte vereist, also wieder zurück auf die Donau, und Andreas hat mit Adleraugen einen geeigneten Platz für die Donauperle gefunden. Wir unternehmen einen Landgang, bunkern Brot, platzieren einen Artikel in der Lokalzeitung und befördern unseren Bericht ins Netz. Zurück in unserer Perle gibt es feine Blut- und Leberwürste vom Hans mit Brot und Kraut. Die Schlafenszeit kommt früh und wir schlafen zufrieden ein. Um 2 Uhr morgens wecken uns laute Schraubengeräusche von einem nahenden Schlepper. Und dann werfen uns seine starken Bugwellen hin und her. Etwas am Schiff rumpelt, die Taue knarzen und wir springen aus den Schlafsäcken. Keine Panik, aber doch eine gewisse Sorge um unser Heil und das Schiff mitsamt der Ladung. Jeder von uns beiden verarbeitet den Schreck auf seine Weise. Die Nacht bleibt unruhig. Am Morgen sind wir froh, wieder losdampfen zu können. Weiter geht es in Richtung Wien, das wir abends erreichen wollen. Dann schleusen wir in Greifenstein, nutzen die Wartezeit zum Nachtanken und berechnen unseres Tankvolumens, dampfen aus der Schleuse, ich will mich mit einem kleinen Hubsignal vom Schleusenpersonal verabschieden, drücke auf die Hupe und der Motor steht still und lässt sich auch nicht wieder starten. Wir stellen fest, dass rechts ein Altwasser ist, in das wir die Perle rudern. Dann springt Andreas vom Bug ans Ufer, ich werfe die Bugleine hinterher und er zieht wie ein Stier die Perle 200 Meter weit an einen Steg. Wir machen fest und ich laufe mit einem leeren Kanister als Köder los, um Hilfe zu holen. Eine freundliche Dame nimmt mich mit in den nächsten Ort. Die Werkstatt schickt mich in ein anderes Autohaus. Der Chef dort ist sehr hilfsbereit und in einer Minute hat er die richtigen Fäden gezogen. Der Kurtl kommt gleich. Das ist der beste Bootsmechaniker weit und breit. Kurt Upanschitsch ist mehr als das. Er ist der Engel der Stunde. Nachts wird die Notoperation vollzogen. Wir sind überglücklich und nach einem kleinen Flötenkonzert und dem Abendessen schlafen wir im ruhigen Hafen ein. Am Morgen darauf weckt uns jemand mit einer Taschenlampe. Wir denken, was ist das schon wieder? Es ist Kurtl, der uns erstmal zum Frühstück einlädt und dann erklärt, dass er uns verrückte Abenteurer so nicht fahren lassen kann. Wir sollten zum nahen Steg nahe Martins Haus dampfen und dort würde er uns noch die eine oder andere Überbrückung für alle Fälle einbauen. Wir legen ab, dampfen los und als wir Kurt am Steg winken sehen, will ich zurückhupen und der Motor stirbt wieder ab. Andreas sofort runter und notgestartet. Puh, wir legen an und jetzt beginnt eine weitere Operation. Kurz, um 15 Uhr dampfen wir mit einer neuen Batterie ausgestattet und weiteren Elektrikumbauten endlich ab nach Wien. Finanzielles Fazit dieser Aktion? Kurt und seine Freunde haben das Ganze aus reiner Hilfsbereitschaft geleistet. In der Wiener Marina ruft Andreas Kurt an, um zu sagen, dass wir noch leben und dabei kündigt Kurt an, morgen früh nochmal zu kommen, um uns eine neue Lichtmaschine einzubauen. Jetzt sind wir vollends platt. Mit der Unterstützung von Manfred von der Marina Wien können wir an einer Tankstelle noch Diesel holen und unsere Donauperle randvoll tanken.
Im nahegelegenen Stadioncenter erledigen wir in aller Ruhe das Update unseres Tagebuchs und es geht zurück aufs Schiff, wo wir die bisher kälteste Nacht mit minus 8 Grad im Schiff erleben. Dank unserer guten Schlafsäcke ist das aber kein Problem. Kurtl steht wie angekündigt um 8 Uhr vor unserem Liegeplatz und macht sich sofort an die Arbeit. Er baut die Lichtmaschine aus und verschwindet damit zu einem Bekannten, wo er eine neue besorgen möchte. Es dauert nicht lange, da ist er mit dem neuen Teil auch schon wieder da und baut es ein. Alles zusammengepfuscht. Alles zusammengepfuscht. Damit aber immer noch nicht genug. Er geht mit uns nochmal alle wichtigen Teile des Motors durch, verbessert dies und jenes, schließt die Batterien so zusammen, dass wir stromtechnisch auf der absolut sicheren Seite sind, verkabelt noch ein paar wichtige Sachen richtig und hört erst auf, als er selbst meint, dass er uns so ruhigen Gewissens weiterfahren lassen kann. Für mich ist dieses Engagement von Kurtl schon ein vorgezogenes Weihnachten. Insgesamt hat er mit Sicherheit nicht nur einen ganzen Tag für uns gearbeitet, als Dreingabe besorgt er uns auch noch die neue Lichtmaschine, eine dritte Batterie zur Sicherheit, versorgt uns mit Frostschutz, zusätzlichem Motoröl, gibt Tipps und. Und möchte keinen Cent dafür. Ja, zum endgültigen Abschied lädt er uns sogar noch auf einen Kaffee ein. Wie und ob wir das jemals gut machen können, wage ich zu bezweifeln. Gegen Mittag dampfen wir mit einem guten Gefühl in Wien los und meistern auch die nächste Schleuse mit Routine. Bis Hainburg geht's relativ eintönig und ruhig dahin. Es ist zwar kalt, aber da wenig Wind herrscht, kann man es auf Deck ganz gut aushalten. Wir dampfen nicht zu schnell, weil wir jetzt bereits immer mit einem Ohr am Motor und einem Auge auf die Ladekontrolle der Arbeit Kurtls zwar voll vertrauen, aber man kann ja nie wissen. Hinter dem Hochwasserwall ducken sich vereinzelt Häuser und auf Stelzen stehen Wochenendhäuser. Das lässt erahnen, dass die Donau besonders im Frühjahr zur Schneeschmelze eine Lady sein kann, mit der nicht zu spaßen ist. Die Zufahrt und das Anlegen im Hafen des Hainburger Bootsclubs klappt bestens. Wir sind gut in der Zeit und nutzen diese für einen etwas ausführlicheren Test unseres Beiboots. Der ruhige Nebenarm bietet unserer Meinung nach das ideale Übungsgebiet. Der Außenborder springt einwandfrei an und das Fahren klappt perfekt. Am Tag darauf fuhren wir im Nebel los. Der Nebel wurde bald so dicht, dass wir kein Land mehr sahen. Zudem frischte der Wind ordentlich auf. Laut Karte war hier die Donau gut einen Kilometer breit, bevor sie sich in einen Kanal und einen Altwasserarm aufteilt. Die Fahrrinne ist etwa 150 Meter breit, was bedeutet, dass wir bei diesen Sichtverhältnissen nicht viel Zeit hatten, einem Frachter, der von Tal oder Berg kam, auszuweichen. Wir sahen gerade noch von einer Boje zur nächsten. Wäre das Wetter unsichtig geworden, hätten wir jenseits der Fahrrinne hinter einer Boje notankern müssen. Im Prinzip ist es ganz einfach. Du stellst dir vor, wie spannend es wäre, von einem großen Frachtdampfer abgeschleppt zu werden, und schon legt vor uns an der letzten Schleuse vor Bratislava ein bulgarischer Frachter an. Ich frage auf Jugoslawisch, Russisch, wie auch immer, wie lange wir noch zum Schleusen warten müssen, und bereits 10 Minuten später werden uns beste Grüße zusammen mit warmen Brezen vom Kapitän der Discover überbracht. Wir sollen doch heute auf ihrem Boot die Nacht verbringen. Fies, oder? Die Backen schon alt geworden. Aber sonst geht's, oder? Danke, es macht irgendwie total Spaß. Also hängen wir uns ein paar Kilometer später an die Seite des geankerten Lastkahns und verbringen mit der vierköpfigen Besatzung einen ausgelassenen interkulturellen Abend. Niki, du bist gekommen, als wir vor der Schleuse gewartet haben. Vor der Schleuse? Ja. Du bist mit den Brezen gekommen. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe 2 Kinder. Und er auch? Ich bin Großvater. Oh. Meine Kinder
начали на София, в България ще вземе там институции. Машинист kriegt ungefähr 40 Euro am Tag, der zweite 50 und der Matrose kriegt 30 Euro. Das sagt, darüber spricht man nicht. Spricht man nicht, das denke ich mir. Millionen. Millionen wahrscheinlich, ja. Au! Ja, genau. Au, genau, ja. Prost, Nikolas. Prost, der Drei. Nein, 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 ich muss nicht lang füllen. Ich muss nicht lang füllen, bitte. Unbedingt. Ihr seid's wichtig. Na ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Andreas spielt Weichei und schläft auf dem warmen Lastkahn. Ich bewach schlafe die Donauperle. Morgens dampft der Kahn mit uns im Schlepptal los und wir halten abwechselnd Bootswache. Der Kapitän sieht in mir auch einen Kapitän und lädt mich zu sich in den Führerstand ein. So ein großes Frachtschiff ist wirklich beeindruckend und die Arbeit, die der Kapitän hier leistet, nichts für Anfänger. So ein Schiff hat einen Bremsweg von 1 bis 2 Kilometer und einen toten Winkel von vielen hundert Metern. Deshalb hat das bergabfahrende Schiff vor einem bergauffahrenden immer Vorfahrt. Das klappt selbstverständlich nur mit Funk, weil man nicht um die Kurve schauen kann, ob einer entgegenkommt. Neben dem Radar verlässt sich der Kapitän auf dieselbe Flusskarte, mit der auch wir unterwegs sind. Das Radar ist zwar sehr präzise, wenn man es lesen kann, aber man kann damit nur etwa 1 Kilometer weit vorausschauen. Interessant finde ich, dass der Funkverkehr unter den Schiffen hier nicht in Englisch abläuft, sondern mit einer Mischung aus viel Deutsch und etwas Russisch, sowie anderen Sprachteilen. Also unsere kleine Donauperle an der Steuerbordseite der großen Discover festgemacht, wobei die Seile eine Menge aushalten müssen.
Für uns bedeutet das Fahren im Warmen mit doppelter Geschwindigkeit und ohne einen Tropfen Diesel zu verbrauchen. Hier überholen wir einen Schubverband von insgesamt 5 Schiffen mit einer Gesamtlänge von etwa 280 Metern. Als ich mit der Bootswache dran bin, starte ich kurz den Motor, um die Bilge leer zu pumpen. Kurz danach sehe ich nach der Bilge und stelle mit Entsetzen fest, dass das Boot vollläuft. Ich rufe Andreas, der Frachter stoppt die Maschine, wir machen los und ich dampfe mit Vollgas zum Ufer. Dort ist ein Steg. Wir schalten den Motor ab und ich sehe, dass der Schlauch der Wasserkühlung abgeplatzt ist. Das Schiff war dabei, sich selbst zu versenken. Wir stellen die Bilgepumpe an und die Reservepumpe aktivieren wir über die Ersatzbatterie. Danke, Kurt. Zudem schöpfen wir, was geht. Der Hebel der eingefrorenen Handbilgepumpe bricht ab. Wir sind konzentriert und nicht in Panik. Aber es bleibt spannend. Dann fällt mir ein, dass da auch noch ein Ventil zu sperren ist und ich mache mich an die Reparatur des Saugschlauches. Nach ein paar Varianten finde ich eine gute Lösung und der Schlauch sitzt wieder fest. Wir fahren weiter und erreichen Estergom. Dort machen wir an einem Privatponton fest. Der Besitzer kommt und sagt, wir sollen sofort weiterfahren. Aber dann dürfen wir doch bleiben. Unser Charme und die mitgebrachten Kräuterliköre scheinen noch ungebrochen zu wirken. Ein freundlicher Miklos schenkt uns seinen Heizradiator, Dosenbier, ein Pferdewurst, Semmeln und einen Brandy. Um 5.30 Uhr fahre ich auf und frage Andreas, ob der Radiator noch heizt. Er heizt nicht. Also raus aus den Schlafsäcken und an die Arbeit. Den Ausfluss auftauen und den Motor starten. Alles klappt. Dann geht Andreas nochmal ins Internet und ich lege mich wieder aufs Ohr. Die Träume sind voller Chaos und Schiffsunglücke. Die reale Fahrt begann mit Eisschollen und Sturm. Die Wellen schlugen hoch bis an den Führerstand und uns wurde richtig mulmig ums Herz. Als sich der Wind dann legte, sprach ich aus, was wir beide uns dachten. Beim nächsten Unglück verlassen wir die Perle. Der Motor stotterte und lief unrund. Aber nachdem ich etwas langsamer fuhr, schnurrte er wie ein Kätzchen und wir waren wieder mit unserem Glück versöhnt. Und an das Scharren der Eisplatten am Rumpf gewöhnten wir uns auch mit der Zeit. Nur einmal übersah ich eine Boje und hatte das erste Mal Kontakt mit dem Grund, wobei es nach einer Kurskorrektur auch blieb. Es versprach ein kalter, aber schöner Wintertag zu werden. Budapest ist auch vom Wasser aus ein erhebendes Erlebnis. Nach erneutem Abwägen unseres Guthabens auf dem Glückskonto beschließen wir, die Perle im nächsten Hafen zu überwintern und steuern am Ende der Stadt einen Schutzhafen an. Als ich die Donauperle abbremsen will, stirbt der Motor ab. Ich starte wieder im Vorwärtsgang, der Motor läuft, aber beim nächsten Versuch, den Rückwärtsgang einzulegen, stirbt der Motor wieder ab. Der Hafen ist verwaist und vereist. Ich hantiere noch etwas am Motor herum und bringe dadurch den Rückwärtsgang wieder zum Funktionieren. Am Morgen darauf dampfen wir wieder ab. Nach 12 Kilometern erreichen wir den kleinen Hafen, den wir erstmal als Eisbrecher freimachen und legen dort endlich an. Ich wintere das Boot ein und berappe 200 Euro Liegegebühr bis Ende Februar. Mit viel Gefühl und der Hilfe von Steven, dem wir zum Dank alle Getränke und die meisten Speisen unserer Vorräte überlassen, schaffen wir unsere Bikes von der Perle herunter. Dann ging es mit Mühe und Not über unsere Rampen das steile Geröllufer hinauf. Festen Boden unter den Füßen haben wir erst, als wir die schnee- und eisfreie Hauptstraße erreichen. In Dunavaros finden wir in Zentrumsnähe eine preisgünstige Absteige, das Dunafer Hotel. Wir bitten um das billigste Doppelzimmer in diesem Relikt aus sozialistischen Zeiten, das wir dann auch bekommen. Miklos an der Rezeption sorgt dafür, dass wir unsere Motorräder beim deutlich feineren Clubhotel nebenan abstellen können. Dieses 11-stöckige Hochhaus ist die perfekte Location für einen Film, der in den 70er Jahren in Ungarn spielt. Hier ist die Zeit stehen geblieben.
Das Einzige, was hier neueren Datums ist, sind Steckdosen und Schalter. Vielleicht die eine oder andere Glühbirne. Weil es praktischer zum Einsammeln ist, stehen die Papierkörbe auf dem Flur. Und wenn wir schmutzige Wäsche zum Waschen dabei hätten, könnten wir eine moderne Gemeinschaftswaschmaschine benutzen. Ach ja, und ein Mikrowellenherd steht im Etagen-Esszimmer auch bereit. Herz, was willst du mehr? Die Schließfächer scheinen noch benutzt zu werden und sogar ein Aschenbecher ziert den gemütlichen Tisch. Die Betten sind allerdings mörderisch und alleine deshalb ziehen wir es am Morgen vor, das Hotel zu verlassen. Bei sonnigen 4 Grad plus starten wir in Dunavaros in Richtung Süden. In Pax halten wir bei einem Zelt mit Christbaum und dampfenden Suppentöpfen an. Hier hat eine Frau vor vielen Jahren eine Hilfsorganisation zur Unterstützung von Obdachlosen gegründet und eine ihrer Aktivitäten ist jedes Jahr zur Weihnachtszeit diese Geschenke und Essensausgabe für die Ärmsten der Armen. Jonafot, gewann! Jonafot! Megcsak, most raktuk föl a bambujást, még a őrkölcsak belemegy. Uns erwartet hier ein klitzekleines, aber köstliches Frühstück. Am Ende von Pax sehen wir uns die moderne Holzkirche an und sind begeistert. Dann geht es weiter durch die Hochebene, vorbei an Dörfern, die teils verlassen scheinen und die typisch für alle postsozialistischen Straßendörfer sind. Kleine Häuser mit etwas Gemüsegarten am Haus und Federvieh. Dahinter die endlosen Kombinatsfelder. Nochmal schauen, beziehungsweise da. Wir sind jetzt kurz hinter Bataschek und in ein paar Kilometer kommen wir wieder direkt an der Donau. Da gibt es sicher auch noch ein paar schöne Flecken und bei dem Wetter, da sind wir jetzt ungefähr auf der langen Geraden und da kommen wir dann mehr oder weniger gleich zur Donau und da gibt es sicher auch noch ein paar nette Möglichkeiten und dann sind wir eh schon in Moatsch. Oder wie das heißt. Jetzt muss ich bieseln. Am Nachmittag sind wir in Moatsch. Der großzügige Stadtplatz mit angrenzender Fußgängerzone lässt uns auf eine florierende Stadt schließen, die im Sommer bestimmt voller regem Treiben ist. Auf unserer gesamten Reise haben wir einen einzigen Motorradfahrer getroffen und das war einer, der an einem milden Wintertag von seiner Arbeit nach Hause fuhr. Besonders bei Kindern und Herren mittleren Alters erfreuen sich unsere Motorräder großer Beliebtheit und so kommt immer wieder ein kleines Gespräch zustande. Als wir am Ende des zweiten Tags unserer Weiterreise per Motorrad wieder Boote auf der Donau betrachten, beschleicht uns ein wenig der Gedanke, dass es schön gewesen wäre, wenn wir... Aber bei der Realität eines guten und preiswerten Essens finden wir alles so, wie es gekommen ist, bestens. Wir erinnern uns angesichts der Hotelpreise in der Stadt eines Schilds, das Privatbetten bei Familie Lang anzeigte, und mieten uns bei dieser deutschstämmigen Restfamilie zu einem zivilen Preis ein. Am folgenden Morgen düsen wir weiter Richtung Kroatien. Thank you.
kurz nach der Grenze, bleiben wir kurz stehen, um zu tanken und um den Verbrauch unserer Fahrbahnuntersätze herauszufinden. Wir stellen mit Freude fest, dass die BMW mit ihren 1200 Kubik nur etwa 5,5 Liter pro Kilometer verbraucht. Dagegen säuft meine KTM locker über 7,5 Liter. Wenn das so ist, dann werden wir uns eben auf kurze Tankintervalle einstellen müssen. Der Liter Sprit kostet hier 7,5 Kuner, das sind etwas über 1 Euro und das Thermometer zeigt 10 Grad plus. Als sollten wir noch ein kleines Kontrastprogramm bekommen, ist der Friedhof an der Straße so reichlich geschmückt wie sonst keiner auf unserer langen Reise und steht in krassem Kontrast zu den verkommenen Häusern der kleinen Ortschaft. Die seit 1992 unabhängige Republik Kroatien ist mit 78 Menschen pro Quadratkilometer relativ dünn besiedelt. Hier leben etwa 4,5 Millionen Menschen. Hauptstadt ist die Millionenstadt Zagreb. Das Flachland um die Donau und dem Unterlauf der in die Donau mündenden Drau heißt Slavonien. Der überwiegende Teil der Bevölkerung gehört der römisch-katholischen Kirche an. Mit König Tomislav wurde 924 der erste König Kroatiens gekrönt. Während seiner Herrschaft fielen die Magyaren im Pannonischen Becken ein. Tomislav verteidigte sein Königreich, das aus Zentralkroatien, Slawonien und Teilen Dalmatiens bestand, erfolgreich gegen die Ungarn. Im Jahr 1102 erfolgte die Krönung des ungarischen Königs Koloman zum kroatischen König und Kroatien kam durch ein Abkommen in Personalunion, aber eigener Verwaltung zu Ungarn. Mit Ausnahme während der Türkenkriege im 16., 17. und 18. Jahrhundert und anderen Unterbrechungen blieb es so bis 1918 bestehen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Kroatien Teil des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen und 1929 machte König Alexander I. daraus das Königreich Jugoslawien. Nach der Kapitulation vor den Achsenmächten wurde Jugoslawien 1941 zum deutschen Vasallenstaat. Nach Kriegsende wurde Kroatien eine von 6 Teilrepubliken der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien, die seit der Regierung Titos ab 1963 Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien hieß. Der fast 4-jährige Krieg der Kroaten gegen die de facto von Serbien dominierte jugoslawische Volksarmee endete erst 1995. Kroatien ist Anwärter für die EU-Vollmitgliedschaft. Es ist der 24. Dezember und deshalb werden auch hier die letzten Weihnachtsbäume angeboten. Nach Bukova, das vom Krieg noch stark gezeichnet ist, geht es weiter und wir beschließen, die Nacht noch in Kroatien zu verbringen. In den Kleinstädten und Dörfern, durch die wir fahren, scheint nur noch die ältere Bevölkerung zu leben. Immer wieder sehen wir Häuser, die von Einschüssen übersät sind, ohne dass seither diese Spuren des letzten Krieges beseitigt wurden. Bemerkenswert ist, dass die christlichen Bauten und Objekte sehr oft in einem guten Zustand sind. Wie vielerorts spielt sich das Gesellschaftsleben hauptsächlich in der Dorfkneipe oder dem Café des Ortes ab. Da ich nicht weiß, was uns erwartet, gehe ich ab und zu mit laufender Kamera drauf los. Wir fallen ohnehin überall auf, aber wenn die Kamera läuft, hat man zumindest die Chance, geeignete Bilder einzufangen. Wenn ich dann sehe, dass ich ganz ungeniert filmen kann, arbeite ich normal weiter. Meistens läuft hier der Fernseher, aber ein großer Flachbildschirm muss es schon sein. Dank Andreas Kaffeegelüste haben wir Gelegenheit, diese Facette von Landeskultur immer wieder aufs Neue zu erforschen. Und damit sich die Leute nicht belästigt fühlen, fotografiert mich Andreas, während ich ihn beim Fotografieren filme. In Ilok macht sich Andreas auf den Weg, ein Hotelzimmer als Sponsoring aufzutreiben. Ich warte gegenüber einer preiswerten Alternative. Und bin ganz von den Socken, als er mit einem Weihnachtsgeschenk zurückkommt. Beim Dunav Hotel, einer schönen Anlage an der Donau,
hat er nach Sponsoring unserer Mission gefragt und gleich offene Ohren gefunden. Kurz nach unserem Einchecken machen wir noch mit dem wahrhaftigen Agrarminister Kroatiens, Petar Čobanković, einem Freund des Hoteliers, Bekanntschaft. Schwarzmeer, ja. Und wollen eben auch nächstes Jahr in Jemenland wollen wir Jugendliche einladen, nächstes Jahr zu uns kommen nach Passau und eine Woche Freundschaftsfest, Kultur, Fußballspiel, wo sie sagt. Und darum machen wir diese Tour. Das ist Kroatien schön, oder? Ja, schön. Ja. Gefällt mir sehr. Doch, und auch dieser Platz hier. Kannst du das schon sagen? Perfekt. Wir können hier auf Kosten des Hauses übernachten und speisen. Nur die Getränke gehen auf unser Konto, was sehr großzügig ist. Den Weihnachtsabend in so einem sympathischen Rahmen zu verbringen, finden wir beide äußerst angenehm. Unser Abendmahl besteht aus einer köstlichen Platte mit frischen Donaufischen. Am nächsten Morgen springen wir über die Donau nach Serbien. Die Grenzbeamten stellen fest, dass meine grüne Versicherungskarte aus der Zeit vor der Unabhängigkeit Serbiens stammt und ich muss 50 Euro nachlösen. Die Republik Serbien mit der Hauptstadt Belgrad ist ein Binnenstaat und seit dem 6. Juni 2006 eine parlamentarische Republik. Serbien wurde 1867 das erste Mal unabhängig. Bezahlt wird hier mit serbischen Dinar. Mit einem jährlichen Wirtschaftswachstum von 5-10%, vor allem wegen erhöhter ausländischer Investitionen als Folge der EU-Beitrittsbemühungen, gilt die Wirtschaft Serbiens als eine der am schnellsten wachsenden in Europa. Was ist so interessant für Fotografieren? Einfach die Gegend. Einfach. Das Einfache ist im Himmel. Hydrographisch gehört der größte Teil Serbiens zum Einzugsbereich der Donau, die in ihrem Mittellauf auf einer Strecke von 588 Kilometern das Land durchquert. Die längste Schlucht Europas ist das Eiserne Tor an der Donau, das zu seinem größten Teil auch die Grenze zwischen Serbien und Rumänien bildet. Die Provinz Vojvodina, durch deren Süden die Donau fließt, ist seit Jahrhunderten durch ein buntes Völkergemisch geprägt, vor allem aus Serben, Ungarn, Slowaken, Kroaten, Rumänen, Roma und früher auch etwa 510.000 Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg wegen Landesverrats vertrieben wurden. Seit der 2006 in Kraft getretenen Verfassung wird die serbische Sprache offiziell in kyrillischer Schrift geschrieben, wobei im Alltag und in den Medien auch die lateinische Schrift zur Anwendung kommt. Die Mehrheit der Serben bekennt sich zur serbisch-orthodoxen Kirche. Von der riesigen Festungsanlage über Novi Sad aus hat man einen grandiosen Rundblick über die Donauebene. Die Temperatur sagenhafte 21,5 Grad. Hier stehen noch die Pfeiler jener Brücke, die von amerikanischen Bomben zerstört wurde und deren Trümmer lange Zeit den Schiffsverkehr lahmlegten. Wir kommen in den Berufsverkehr, weil Weihnachten hier noch nicht stattgefunden hat. Hier ist Heiligabend erst am 6. Januar. Über Indija und Nova Pasova fahren wir mehr oder weniger im Konvoi mit Tausenden von anderen Fahrzeugen Richtung Beograd. Jetzt sollen wir fahren, weil wenn wir Pančevo fahren, dann kommen wir über die Donau. Wir wollen ja auf der Herüberseite bleiben. Also fahren wir vorne rechts. Dann muss man ja wegweiser her, wenn man nach vorne. Die serbische Hauptstadt entpuppt sich für uns mit ihren 1,55 Millionen Einwohnern als echter Moloch. Wir haben den Eindruck, dass alle Bewohner gleichzeitig unterwegs sind, mindestens die Hälfte davon mit ihren Autos. Die Metropole ist uns echt zu viel und wir wollen nur wieder raus. In Smederevo finden wir dann nach einigem Hin und Her eine perfekte Unterkunft. Tanja, die Chefin,
macht uns einen zivilen Preis und bietet uns dafür ein großes, sauberes und schönes Zimmer. Um die sichere Unterbringung unserer Motorräder kümmert sich Nachbar Dobrica Mitjojkovic. Der Betreiber einer Schießschule stellt uns seinen Ladenraum, der gerade renoviert wird, als Garage zur Verfügung und zeigt uns dann voller Stolz sein Waffenarsenal. Von der 44er Magnum bis zur Pumpgun reicht das Spektrum. Unsere ansonsten sehr zuverlässigen Motorräder sind morgens manchmal etwas verschlafen. Jetzt! Sag mal! Wir machen einen Abstecher zu einem nahegelegenen Friedhof, der uns durch seine Hanglage und sein gesamtes Erscheinungsbild anzieht. Der Kerzenverkäufer bietet seine selbstgemachten Bienenwachskerzen an. In der Friedhofkapelle findet gerade eine Messe statt. Die orthodoxen Kirchen verstehen sich als die ursprüngliche christliche Kirche, von der sich alle übrigen Kirchen, so auch die römisch-katholische Kirche, im Lauf der Geschichte abgespalten haben. Besonderen Stellenwert in der griechisch-orthodoxen Liturgie haben die Gesänge. Sie werden als Gebete verstanden und sind deshalb auf menschliche Stimmen reduziert. Weil Instrumente nicht beten können, ist der Gebrauch von Instrumenten demnach in griechisch-orthodoxen Kirchen nicht gestattet. Auch in anderen orthodoxen Kirchen ist Instrumentalmusik unüblich. Im Judentum war religiöse Instrumentalmusik auf den Tempel beschränkt. In der Synagoge wurde nur gesungen, was Spuren in den orthodoxen Bräuchen hinterlassen haben könnte. Eine andere Theorie für diese Abneigung gegen Instrumentalmusik geht auf die bei den römischen Zirkusspielen üblichen Orchester zurück. Die Christen betrachteten die Zirkusspiele, in denen sie teilweise selbst die Opfer waren, als Götzenkult. Gebetet wird prinzipiell stehend, auch in den Gottesdiensten wird meistens gestanden. Einige Kirchen haben nur Bestuhlung entlang den Wänden für Alte und Schwache. Knien ist in der sonntäglichen Liturgie unüblich. An anderen Wochentagen gibt es in manchen Kirchen Niederwerfungen, ähnlich wie beim Islam. Männliche Kirchengänger müssen vor dem Eintritt in die Kirche ihre Kopfbedeckung ablegen. Frauen müssen sie in der Regel aufbehalten, was in stärker traditionellen Gemeinden auch heutzutage noch erwartet wird. Ebenfalls gilt es als unüblich, dass Frauen mit Hosen bekleidet die Kirche betreten. Bei einem Besuch einer orthodoxen Kirche sollte man weder die Hände hinter dem Rücken noch die Arme ineinander vor der Brust verschränken, was auch in anderen Kulturen als unhöflich empfunden wird. Dann fahren wir an die Donau, wo an exponierter Stelle die flächenmäßig größte Festungsanlage Europas mit ihrer wechselvollen Geschichte steht. Innerhalb von 3 Jahren wurde die innere Festung erbaut, weswegen das Jahr 1430 auch als das offizielle Gründungsdatum Smederevos gilt. 1439 wurde Smederevo nach einer 3-monatigen Belagerung erstmals von den Osmanen erobert. 1806 eroberten serbische Aufständische im ersten serbischen Aufstand die Stadt und machten sie bis zur Eroberung Belgrads im Jahr darauf zu ihrer Hauptstadt. Im Zweiten Weltkrieg wurde Smederevo durch die Wehrmacht besetzt, die in der dortigen Festung ein Waffenlager errichtete. Am 5. Juni 1941 wurde die Festung durch eine schwere Explosion beschädigt, wobei Tausende von Menschen starben. Das Ganze geschah in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs, in dem sich ein vollbesetzter Zug befand. Wie es zu diesem Unglück kam, wurde nie geklärt.
Es ist schon fast Mittag, als wir Smederevo verlassen und uns in Richtung Pozerevac auf den Weg machen. Dort kommen wir gerade zur rechten Zeit an, um den großen Auftritt des Weihnachtsmannes miterleben zu können. Der wird in einer Pferdekutsche vorgefahren und ist innerhalb von Sekunden nach seiner Ankunft von der Menschenmenge eingekesselt, die ihm die mitgebrachten Geschenke aus den Händen reißt. Wir reißen uns los von diesem Massenauflauf und fahren, vorbei an Beispielen neureicher serbischer Baukunst, nach Veliko Gradiste. Dort treffen wir wieder auf unsere Donau und folgen von hier wieder ihrem Verlauf. Der führt uns endlich aus der bisher eintönig flachen Landschaft in annähernd hügelige und abwechslungsreichere Regionen. Ab Golubac, wo die gleichnamige Festung wie ein Wächter am Eingang zur größten Schlucht dieses Flusses thront, windet sich die Straße auf überraschend gutem Asphalt und richtig schönen Kurven neben der Donau dahin. Von hier ab zwängt sich der Fluss auf 110 Kilometer Länge spektakulär in der längsten Schlucht Europas durch die Balkanberge auf der rechten und den rumänischen Karpatenausläufern zur linken Seite. Wären da nicht die deutlich zunehmenden Schneereste beiderseits der Straße und die nicht mehr ganz so hohen Temperaturen von etwa 8 Grad, wir würden kaum auf die Idee kommen, dass wir im Dezember unterwegs sind. Was als gut ausgebaute Straße beginnt, wird bald zu einer Straße der Überraschungen. Als zuerst Schneeregen und dann Schnee einsetzt, sind wir nach jedem Tunnel, den wir durchfahren, gespannt, welche Situation uns am anderen Ende erwartet. In Doni Milankovac finden wir über ein paar Umwege wieder eine passende Unterkunft. 5 Minuten nachdem wir die Motorräder abgepackt und die Sachen aufs Zimmer gebracht haben, sitzen wir auch schon in der Küche unserer Zimmerwirte und trinken Kaffee. Weil die Leute zu dieser Zeit keine Gäste mehr erwartet haben, stellen sie uns einen Radiator auf unser Zimmer, damit es schön warm wird. Ein Blick in ihr Gästebuch zeigt uns, dass sie das ganze Jahr über gut mit Touristen aus aller Welt beschäftigt sind. Nur im Winter ist auch hier tote Hose. Andreas schreibt noch seinen Internetbericht, den wir aber erst bei nächster Gelegenheit ins Netz stellen können. Wie jeden Morgen sitzen wir kurz nach 8 Uhr wieder auf den Bikes. Die Straßen werden immer verschneiter und als wir den Golo Brdo erreichen, einen Pass, der sich bis auf 272 Meter erhebt, fragen wir uns, wie das weitergehen soll. Bisher mussten wir nur frischen Geröllmuren ausweichen, die der Regen über Nacht ausgelöst hat, und jetzt diese Schneematsch mit festen Eisbänken und der Schneeräumer fährt in die falsche Richtung. Wir rutschen die Straße hinauf und wieder hinunter, nicht wissend, was uns noch erwartet. Vergnügen sieht anders aus. Halb erfroren, weil unsere Winterhandschuhe alles sind, nur nicht wasserdicht, erreichen wir Kladovo. Dort spricht uns ein Serbe auf Deutsch an und führt uns zu einem Café-Restaurant, das geöffnet hat. Wir trinken Kaffee und lassen uns gerne überreden, Čevapčići und Rasnici zu essen. Als wir, satt und aufgewärmt, bezahlen wollen, kommt uns Dupo Čelenković zuvor und begleicht die ganze Zeche. Das zur Gastfreundschaftlichkeit dieser Menschen hier. Es wird dunkel, als wir patschnass Vidin und damit Bulgarien erreichen. Wir erfragen ein Hotel und finden entnervt das The Old Town, ein 3-Sterne-Haus. Die Besitzer, das Ehepaar Irena und George Alexandrovi, empfangen uns wie gute Freunde und obwohl der Zimmerpreis unser Budget überschreitet, beschließen wir, hier zu übernachten. Zum Abendessen gibt es Schafskäse, hauseigenen jungen Rotwein und unseren Heindelschinken. Wir trocknen unsere durchnässten Sachen und sind froh, hier bei diesen freundlichen Menschen gelandet zu sein. Zuerst dachten wir, dass es der Zufall wieder besonders gut mit uns meinte, als wir erfuhren, dass gegenüber des Hotels die Agentur der Discover war. Aber die wussten mit unseren Namen nichts anzufangen.
Also erkundeten wir die Stadt und das Donauufer. Vidin ist immerhin mit Russe der bedeutendste Hafen Bulgariens. Davon war allerdings jetzt nicht viel zu sehen. Also sprachen wir bei der Provinzregierung vor, bei uns entspricht das etwa dem Landratsamt. Die Pressereferentin sowie die Kulturreferentin empfangen uns und fragen bei ihren Vorgesetzten nach, wie sie mit uns verfahren sollen. This international state of the river Danube. And the reason why we're doing this trip is we want to visit in every country an official place, station, to bring them an invitation. Имаш искат медии да се срещнат, мейли и такива неща да се обвинят, ще могат на място и мисля, че бъде интересен там в срещата. Те ще видят как работят, ще могат да обвинят. Nach einem kurzen Telefonat werden wir in das Besprechungszimmer gebeten, wo wir das, was wir unten auf dem Hausflur schon angedeutet hatten, ausführlicher darlegen dürfen. Open for different people, NGOs, and so on. Yes. Everybody can organization for a personal. No, persons. Private person. They should be, let's say, in the age between 16 and 20. So there's a common. Yeah, a common age, about a general between 16 and 18. But soccer players, whatever. Young. Die beiden Damen hören sehr interessiert den Erklärungen zu unserem Projekt und der Tour zu und versprechen sehr gerne, unsere Einladung an Medien, Organisationen, Vereine und dergleichen weiterzugeben. Kurz vor Mittag kommen wir aus Vidin weg und machen uns auf den Weg nach Lom. Bereits kurz nach Vidin zeigt sich die Landschaft herb und karg und auch die zahlreichen kleinen Orte machen eher ein trauriges Bild. Verfallene Häuser, abenteuerliche Straßen und größtenteils fast menschenleer. Es wirkt alles ein bisschen traurig. Die Menschen, die wir sehen und treffen, machen allerdings ganz und gar keinen traurigen Eindruck. Größtenteils winken sie uns zu, recken mit einem Blick auf unsere Motorräder die Daumen nach oben und sind einfach freundlich. Selbst der für unsere Vorstellungen etwas skurrile Leichenzug, dem wir am Ortsausgang von Lom begegnen, ist nicht unbedingt nur von Traurigkeit gekennzeichnet. Der Verstorbene wird auf einem Lastwagen transportiert, auf dem wohl eine seiner nächsten Angehörigen mitfährt. Sie ist die einzige in diesem Zug, die wir schluchzend weinen sehen. Die anderen, vorneweg eine kleine Gruppe mit einem Totenkreuz, hinter dem Fahrzeug eine weitere Gruppe mit Musikbegleitung zum Schluss, machen eher den Eindruck, als wäre die Zeremonie eine der normalsten Sachen der Welt. Sich unterhaltend, lachend, Zigaretten rauchend gehen sie hinterher und interessieren sich, als sie uns passieren, offensichtlich sehr für unsere Motorräder. Der weitere Weg bietet uns ein weiteres Spektrum an sämtlichen Straßenzuständen. Von gut asphaltiert bis Schlagloch übersät reicht die Palette. Wunderschöne Ausblicke erleben wir auf den Höhenzügen kurz vor der Stadt, die weit über die in der Ebene liegende Donau hinausreichen. Es ist wiederum einiges kälter geworden und was noch unangenehmer ist, der Wind wird immer stärker. Nichts mehr hält ihn hier in dieser unendlichen Weite auf. Wir sind relativ früh am Nachmittag in Kozloduy, suchen nach einer Unterkunft, die wir im Istar Hotel auch finden. Nach einem Frühstück mit Schinkenomelett setzen wir zum Sprung in Richtung Meer an. Wir wollen es heute mindestens bis Russe schaffen, um Silvester am Schwarzen Meer zu verbringen. Dazu nehmen wir Hauptstraßen, weil die Strecke sonst nicht in einem Tag zu schaffen ist. Wir fahren durch eine endlos weite Hochebene. In der Ferne schneebedeckte Berge, die Pfützen am Straßenrand gefroren. Die Felder sind unglaublich groß. Sozialistische Planwirtschaft bringt so etwas fertig. Was mich in sogenannten armen Ländern immer wieder begeistert, sind die weitgehend naturbelassenen Fluss- oder Bachläufe. Hier hat der Mensch nicht eingegriffen, wobei man das nicht nur durch eine grüne Brille sehen sollte. Ein paar Kilometer weiter steht eine riesige Industrieanlage, die mit Sicherheit nicht irgendwelche Normen in Sachen Abwässer und CO2-Ausstoß erfüllt. Es geht weiter. Kilometerweit kein Haus, kaum ein Strauch, Bäume nur entlang der Straße.
Die wenigen Dörfer sind durch die modernen Zeiten ausgedörrt wie verlassen. Wer geblieben ist, kann den Verfall nicht aufhalten. Streunende Hunde, Eselfuhrwerke, vereinzelt winkt man uns zu, die Straßen verleiten zum Rasen. Ab und zu Polizei, Radar, viele Lastzüge, dann kilometerlang geradeaus. Die Daumen werden eiskalt, dann die Fingerspitzen, die Griffheizung wärmt nur die Innenhand, mehr nicht. Romantisches Reisen sieht anders aus. Als ich einen einsam in die Luft tragenden Schornstein mit rotem Stern filme, hält ein Auto an und ein Mann erklärt mir in gutem Deutsch, dass das der Rest einer ehemals großen Fabrik sei. Der Friedhof gegenüber zeigt, dass auch dieser Ort im Sterben liegt. Im Sommer wird von den Kreuzen und Grabmalen hier nicht mehr viel zu sehen sein. Ich mag Friedhöfe, weil sie viel über den Zustand der Leute und der Kultur aussagen. Neben der Tatsache, dass sie immer neu auf unser aller Vergänglichkeit hinweisen. Bulgarien ist seit dem 1. Januar 2007 Mitglied der Europäischen Union und seit 2004 Mitglied der NATO. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Bulgariens. Über 4.500 deutsche Firmen sind im Handel mit Bulgarien tätig. Davon sind 1.200 vor Ort vertreten. Ich kann nicht endlos lange durch eine endlos weite Ebene fahren, ohne zu versuchen, diese filmisch zu erfassen, wissend, dass man manche Aufnahmen sein lassen sollte, weil sie dem, was das Auge sieht, nicht gerecht werden können. In der Ferne erhebt sich die Dobrudscher Hochebene über den Dunst. 71% der Einwohner leben in den Städten. Neben den Bulgaren mit 84% leben hier 9,4% Türken und 4,7% Roma. Die Amtssprache ist Bulgarisch. Weitere Landessprachen sind Türkisch, Romani und Armenisch. Während Romani kaum unterrichtet wird, gibt es in den Siedlungsgebieten der türkischen Minderheit oft Türkisch als Schulfach. Und dann fordert Andreas eine Kaffeepause ein und wir landen in einem Restaurant an der Straße. Türkische Bulgaren arbeiten hier ohne Speisekarte und wir sind begeistert von den freundlichen Leuten. Ich bin derart vom Filmen eingenommen, dass ich auf die einfachste Frage, woher ich komme, keine Antwort weiß. Speis. Da. Bulgaria. Du? Jo, Bulgaria. Da. Australia. Ja, Shopska Salata, köstlich mit frischem Schafskäse bedeckt. Währenddessen braten die Frauen im hinteren Teil der Küche die marinierten Hühnerfleischstreifen. Andreas blättert währenddessen sein Handy nach neuen SMS durch und lässt sich vom türkisch-bulgarischen Fernsehprogramm bedudeln. Bis auf die schlaffen Kartoffeln schmeckt das Essen gut und ich bin erst sauer, als ich bezahle. Umgerechnet lockere 18 Euro, das ist das Dreifache von dem, was es hier normalerweise kosten würde. Unsere Sprachkenntnisse sind zu gering für gezielte Empörung über die Abzocke und ich folge Andreas Rat und lasse los. Irgendwo in der endlosen Ebene weist ein Schild auf ein Luxushotel hin, das den Namen unserer Dodaperle trägt. Unterwegs entdecken wir einen Markt. Wir sehen nach, ob es hier etwas gibt, was wir nicht kennen.
Aha, Barbara-Zweige. Fische. Frische, sogar sehr frische Fische. Guter Kaffee im Plastikbecher und herrliche warme Krauttaschen. Hier ist der Haus- und Feldsperling noch keine gefährdete Tierart. Was mich hier wirklich begeistert, ist die intelligente Ampelführung. So eine einfache Lösung ist unseren Verkehrspolitikern viel zu kompliziert oder zu teuer. Busse ist uns zum Übernachten zu teuer, also weiter. Inmitten der endlosen Weite finden wir eine Kneipe, auf deren Schild ein Bett zu sehen ist. Wir machen Halt und ich erfrage den Preis. 10 Euro für zwei deutsche Motorradfahrer ist unschlagbar. Wir bezahlen, keine sonst übrige Passprozedur, es geht also auch so. Das Zimmer ist schön, warm und in der Kneipe, die sich mehr und mehr füllt, gibt es sogar minutenweise Internet. Und Bier bei Hühnerleber mit Zwiebeln sind sehr gut und beinahe billig. Nachdem wir heute mehr als 300 Kilometer auf den Bikes abgearbeitet haben, werden wir bestimmt wieder hervorragend schlafen. Kurz nachdem wir in Rumänien sind, stellen wir beide einhellig fest, dieses Land strahlt frohes Leben aus nach der freundlichen, aber morbiden präsozialistischen Stimmung in den Dörfern Bulgariens. Auch hier herrscht materielle Armut, aber dies getragen von Vitalität und Leben. Die Parlamentarische Republik Rumänien mit der Hauptstadt Bukarest besitzt etwa 2/3 der Fläche Deutschlands und ist mit durchschnittlich 94 Einwohnern pro Quadratkilometer dichter besiedelt als die Nachbarländer. Die Donau ist auch für Rumänien der bedeutendste Fluss. Nahezu 1000 Kilometer fließt sie durch oder an Rumänien entlang. Das Donaudelta bietet zahlreichen Arten von Fischen, Amphibien und Zugvögeln eine Heimat. Dazu zählt der in Europa nur hier vorkommende rosa Pelikan. Daneben leben hier unter anderem der Purpurreiher und der wegen seiner Rogen, des Kavias, bekannte Stör. Etwa die Hälfte der Bevölkerung lebt in den Städten, allerdings ist der Altersunterschied in den ländlichen Gebieten aufgrund der Abwanderungen viel größer als in den Städten. Nach 1990 haben sich verstärkt Einwohner in stadtnahen Gebieten niedergelassen. Als Reaktion auf diese Entwicklung wurden seit 2005 mehrere Metropolregionen gegründet. Seit 1945 ist Rumänien aufgrund der wirtschaftlichen Probleme ein Auswanderungsland. Das führt wiederum dazu, dass viele Rumänen mindestens eine Fremdsprache wie Englisch, Französisch oder Deutsch sprechen.
Nach dem Mauerfall und der Wende 1989 in der DDR und den anderen Staaten des Ostblocks kam es 1989 in Timișoara zur rumänischen Revolution. Fast 90% der Bevölkerung besteht aus Rumänen, gefolgt von 6,6% Ungarn und 2,5% Roma. Nahezu 87% der Rumänen bekennen sich zur rumänisch-orthodoxen Kirche. Daneben leben hier 6,6% Protestanten. Ein paar Dörfer weiter besuchen wir eine orthodoxe Kirche und der junge Priester lädt uns in den Altarraum ein und erklärt uns die Grundzüge des griechisch-orthodoxen Glaubens. Das ist der wichtigste Teil in unseren Kirchen. Hier ist die Heilige Schrift. Hier drin sind wie sagt man, der Körper und das Blut Christi. Yes. The body and then the blood of Christ. I cannot say it's better. Ich kann nicht sagen, ob der orthodoxe oder der katholische Glaube besser ist. Probleme gibt es überall. Mir ist es nicht egal, woran ich selbst glaube. Ich bin eben mit dieser Religion aufgewachsen. Ich mag meine Religion und das ist gut so. Ich denke, das ist das Wichtigste, dass man, was man macht, gerne macht. Das ist das Wichtigste. I think it's the best way if you like what you do. By me is the most important. The most important. If you don't like, you are doing it mechanically. It's not a good job you're doing. Dann lädt er uns zu Kaffee und Käse ein. Would you like some Turkish coffee? In der Orthodoxie sind Bischöfe, die fast immer zugleich auch Mönche sind, zum Zölibat verpflichtet. Auch verwitwete Priester können zum Bischof gewählt und geweiht werden. Priester und Diakone dürfen verheiratet sein, allerdings muss die Eheschließung vor der Weihe zum Diakon erfolgt sein. Und wie die meisten Rumänen hatte auch seine Familie Probleme mit der Securitate der rumänischen Geheimpolizei. For his work. Uh-huh. He was for 6 years, came in Romania every year. Mein Vater arbeitete 6 Jahre in Libyen und erhielt immer nur einen Teil seines Lohns. Securitate. Und wenn er einmal im Jahr nach Hause kam, bekamen wir Ärger mit der Securitate, die uns bestohlen hat. We were stealed. Because you were stealed, yes. You were stealed, yes, sure. You were not stealing, but you were stealed, yes. No way. We were stealed by Securitate, security. At that time, so, with the money which with he was working in Libya, he was earning in Libya, we were buying coffee and cigarettes. Er brachte Zigaretten und Kaffee mit. Das hatte er mit dem Geld gekauft, das er verdient hatte, um es zu verkaufen. Das waren Kent-Zigaretten und brasilianischer Tabak. Auf diese Weise hat er Dollar in Lei getauscht. Da wurde er zur Securitate zitiert und er musste sagen, woher er das Geld und die Waren hatte. Das war sehr hart. Where did he get all this money? How was he made all this money in Libya? All these things. Anyway, it was pretty hard. At 5 o'clock. Damals wurde von 5 bis 7 Uhr der Strom abgeschaltet. Fernsehen gab es nur 2 oder 3 Stunden am Tag. Es gab viele Probleme. Yes. The television was only 2 or 3 hours in every day in the afternoon. Many problems. Do you need anything else? Wollt ihr noch etwas? Ein Glas Wasser vielleicht? Es tut mir leid, aber ich habe keinen Besuch erwartet. Vor der Kirche wurden unsere Motorräder bestaunt und in der Kirche hielt ein Kollege unseres Gastgebers eine Totenmesse ab. Optisch unterscheidet sich der Gottesdienst hier vor der katholischen Kirche derart, dass es weniger eine Frontalveranstaltung ist, sondern dass sich Priester und Gläubige gemeinsam in einem meist quadratischen Raum befinden,
der durch die Farbigkeit und die Teppiche einem prächtigen Wohnzimmer gleicht. Draußen wartete bereits der Leichenwagen, der bald die lange Prozession zum Begräbnis anführen würde. Andreas legte eine kurze Zigarettenpause mit einem Raucherkollegen ein und ich pflegte eine kurze Konversation mit Roma-Nachwuchs und tat so, als würde ich ihre Frage nach Geld nicht verstehen. Und dann wollte uns unser Gastgeber noch den Bürgermeister vorstellen. Dieser war aber wegen der Vorbereitungen zu den kommenden Festlichkeiten leider verhindert, weshalb wir mit der Vorzimmerdame Vorlieb nehmen mussten. Wir hinterließen unsere Donauperlen-Mediakarte und Visitenkarten in der Hoffnung, dass beides auf fruchtbaren Boden fallen möge. A little explanation about our project. Noch ein paar Eckdaten zur Geschichte dieses Landes. Das Gebiet des heutigen Rumäniens wurde seit dem 5. Jahrhundert vor Christus von Geten und Dakern besiedelt. Die beiden Stämme wurden 106 nach Christus durch Kaiser Trajan gewaltsam in das Römische Reich eingegliedert. Die Römer etablierten auf dem Gebiet des heutigen Siebenbürgens und des Banats die Provinz Dacia, die etwa 160 Jahre später wieder aufgegeben wurde. Während der Völkerwanderung wurde das Gebiet des heutigen Rumäniens von Goten, Gepiden, Slawen, Hunnen, Magyaren und anderen Stämmen durchzogen. Die Landschaft wird abwechslungsreicher, kleine Wäldchen wechseln sich mit kurvenreichen Hügellandschaften ab, wobei man hinter jeder dieser Kurven mit plötzlich verändertem Straßenzustand gerechnet werden muss. Sorgloses Dahingleiten ist damit ein Privileg der Einheimischen und Ortskundigen. Wir stoßen auf eine große römische Ausgrabungsstätte. Diese riesige Festungsanlage wurde um 100 nach Christus erbaut, sie stammt also aus der Zeit Kaiser Trajans und steht im Zusammenhang mit den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Römischen Reich und den Dakern. Hier wurden die Grundmauern einer als Zisternenbasilika bezeichneten Kirche konserviert. Die Basilika war auf der Basis einer römischen Zisterne errichtet worden. Die Anlage lässt erkennen, wie groß und bedeutend diese römischen Provinzen einst waren. Viele der kleineren rumänisch-orthodoxen Kirchen sind traditionell aus Holz gebaut, so auch diese hier, die weit ab von der Straße auf einem Hügel steht. Nach dem Kalten Krieg ist die orthodoxe Ostkirche wieder erstarkt und wir konnten einige Klöster und Kirchen finden, die in einem sehr guten Zustand sind. Auf dem Weg nach Constanta, wo wir schon einmal einen ersten Blick auf das Schwarze Meer werfen wollen, passieren wir den Donau-Schwarzmeer-Kanal, einen der drei Hauptwege, den ein großes Frachtschiff zum Schwarzen Meer einschlagen kann. Die Gegend hier riecht nach Schwerindustrie. Es ist kalt und windig, aber erträglich. Constanta selbst ist eine quirlige und geschäftige Stadt,
in der an dichtem Verkehr sich alles bewegt, was gut und teuer ist. Von Wirtschaftskrise spüren wir hier nichts. Die Hotels sind auch teuer und nicht zu Kompromissen bereit. Das Schwarze Meer liegt endlos und ruhig da, wie eben ein Meer im Winter bei Windstille daliegt. Kein Badegast zu sehen, was bei 8 plus Graden verständlich ist. Tags darauf legen wir unsere mittlerweile obligatorische Kaffeepause irgendwo unterwegs in einer gut besuchten Kaffeebar ein. Ich bin von der Stimmung und der Wirtin begeistert, also hole ich meine Kamera und lasse mich überraschen. Andreas hat inzwischen bestellt und wir wurden, wen wundert's, bereits als Germanas erkannt. Der Fernseher läuft glücklicherweise ohne Ton, die Spielautomaten blinken verlockend, geben aber keinen Laut von sich und zwischen all den Männern mittleren bis älteren Semesters fegt diese temperamentvolle Wirtin durch den Saal. Auch Andreas ist von ihr begeistert. Als wären wir beide Fernreisende auf ganz besonderer Mission, bekommen wir unseren zweiten Kaffee mit speziell drapierter Serviette serviert. Oh, lala. Zum Staunen und beifälligen Gemurmel des halben Saales. Und dafür, dass bei der Bezahlung alles mit rechten Dingen zugeht, sorgt die Wirtin persönlich. Und verabschiedet uns in gutem Französisch. Ein paar Kilometer weiter entdecke ich einen bunten Haufen Kinder und eine Frau vor einem Haus. Wir fahren zurück und ich gebe vor, mich filmisch für den Friedhof zu interessieren. Der Trick funktioniert und wir erregen die Neugier der Kinder. In Begleitung der Jungs trauen sie sich an uns heran und wir lassen die Jungs mit unseren Mopeds spielen. Während der Weiterreise schwillt der kalte Wind zu einem beständigen Sturm an, der das Fahren zu einem anstrengenden Kunststück macht. Also der andere hat gesagt, bis Murigol gang's, aber da ist noch eine Mini-Straße, die jetzt hier endet, da sind wir jetzt kurz davor. Das heißt Dunavatu de Jos oder Dunavalu de Jos. Und da ist wirklich Ende. Dann ist nur noch Sumpf, Delta, Schiffmöglichkeit oder sowas. Also ich würde sagen, schauen wir mal, wie weit die Straße noch führt, weil die muss jetzt dann bald zu Ende sein. Und dann drehen wir wieder um. Wir versuchen auf dem Landweg Sulina, dem Ziel unserer Reise, möglichst nahe zu kommen. Dieser Ort scheint in den letzten Jahren von wohlhabenden Rumänen aufgekauft worden zu sein. Viele der Häuser sind in gutem Zustand, die Straße wird neu gebaut. Wir würden diesen Ort bereits im kommenden Sommer bestimmt nicht mehr wiedererkennen. Und dann ist die Straße zu Ende. Hier steht auch schon ein Hotel, das uns aber zu teuer ist. Deshalb schauen wir uns um, saugen etwas Donau-Delta-Idylle ein und machen uns auf den Weg zurück nach Tulcea, wo wir auf ein halbwegs günstiges Zimmer hoffen. Unser Plan, Silvester in Sulina zu feiern, ist damit gescheitert. Wer weiß, wozu das gut ist.
Das Donaudelta scheint landwirtschaftlich gut genutzt zu werden. Mich interessiert es, mit welch einfachen Methoden die Bauern hier ihre Lagerhaltung betreiben. Das Maisstroh wird in Bündeln zu hohen Pyramiden gestapelt. Auch die Zäune sind aus Matten und aus Maisstängeln gemacht. Der Sturm ist etwas abgeschwollen und so erfordert es nicht mehr solch große Konzentration, wenn wir nach einer Kuppe aus dem Windschatten in den Seitenwind fahren. Offiziell gilt Tulča als Messpunkt Kilometer 0 für die Donau. Der Rest scheint nicht mehr exakt vermessen worden zu sein. Dann werden wir also Silvester in Tulča verbringen. Auf dem Stadtplatz probt schon eine der Bands für den großen Auftritt heute Nacht. Nachdem Hendrik sich dem Silvestertrubel entzieht und auf dem Zimmer bleibt, ziehe ich allein los, um auf dem großen Platz vor dem Rathaus ins neue Jahr zu kommen. Eine Bühne ist aufgebaut, Bands spielen, der Platz ist voller Menschen und es herrscht eine fröhliche, ausgelassene Stimmung. Alkohol ist nur vereinzelt im Spiel, nur zum Anstoßen sind Champagner und Sektflaschen parat. Von der Gemeinde wird an einem Zelt heißer Tee ausgeschenkt und als ich mir auch einen Becher hole, komme ich ins Gespräch. Dabei stellt sich heraus, dass Konstantin Haag, der Bürgermeister selbst, aus Tradition zu Silvester am Ausschank steht. Das trifft sich ja prima. Es ist ein leichtes, ihn kurz von seiner Aufgabe zu entreißen, ihm unser Projekt vorzustellen und gleichzeitig offiziell unsere Einladung zu überbringen. Das Unternehmen gefällt ihm sehr gut. Und er stellt mir eine Kollegin vor, Cleopatra, sie heißt wirklich so, ist die Leiterin des Donau-Tourismusbüros und erzählt mir, dass sie eine Partnerschaft mit Ulm haben und in den beiden Städten im Jahreswechsel das Donau-Festival ausrichten. Sie freut sich sehr über die Einladung und damit wieder über eine neue Anlaufstation entlang der Donau. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, gibt sie mir zum Abschied mit auf den Weg. Der Jahreswechsel wird mit einem pompösen Feuerwerk begangen. Ein kurzes Anstoßen und dann wird getanzt. Traditioneller Volkstanz, der in kleinem Kreis beginnt und immer mehr Umstehende einbezieht, sodass sich der Kreis mehr und mehr vergrößert und in eine tanzende Spirale übergeht. Auch ich werde einfach geschnappt, integriert und mitgetanzt. Dass ich von der Schrittfolge keine Ahnung habe, ist völlig nebensächlich. Diese Herzlichkeit ist eine wahre Freude. Thank you.
Am Silvesterabend habe ich im Hotelzimmer noch eine rumänische Folklore-Sendung gefunden, die mir einen kleinen Einblick in die Musikwelt des traditionellen Rumänien gewährt hat. Ein Kinderstar gab sein Bestes und das Lied, das er sang, begleitete mich dank seiner einprägsamen Melodie noch den nächsten Tag. Keine rechte Freude macht der nächste Morgen. Nicht, weil ich einen Kater hätte oder unausgeschlafen wäre. Es ist das Wetter. Dicker Nebel verschluckt Tulcha und auch als wir uns auf den Weg machen, wird es keinen Deut besser. Wir sehen gerade mal an die 100 Meter weit und bekommen so bei unserem vorsichtigen Vorwärtsrollen von der Umgebung leider so gut wie gar nichts mit. Unterwegs taucht aus dem Nebel das eine oder andere Dorf auf. Ein Schäfer mit seiner Herde duckt sich hinter einem Verschlag aus Maisstängeln. Wenn die Nebelwand für einen Moment zerreißt, haben wir eine Ahnung von der schönen hügeligen Gegend, durch die sich die Straße schlängelt. Kurz vor Braila nehmen wir die Fähre nach Galati, von wo aus wir nach Reni in Moldawien und weiter in die Ukraine wollen. Galati ist jedoch, sicher auch wegen des dichten Nebels, ziemlich unübersichtlich und wir irren etwas ziellos umher. Die Grenzkontrolle nach Moldawien bringt das nächste Problem. Bei meiner grünen Versicherungskarte ist auch Moldawien nicht integriert. Das lässt sich aber noch relativ schnell ändern. 10 Euro für eine Kurzzeitversicherung und los geht's. Dann bemerkt die Beamtin jedoch, dass bei den Papieren unserer Motorräder nicht wir, sondern KTM bzw. Motorrad Huber als Besitzer eingetragen sind. Also ist nicht klar, dass wir autorisiert sind, mit den Fahrzeugen unterwegs zu sein. Alle Erklärungen von wegen Sponsoring, Reportage, Journalismus und so weiter helfen gar nichts. Wir kommen nicht rein. Ende. Somit ist Moldawien und damit leider auch die Ukraine für uns nicht erreichbar. Wir müssen umkehren. Leicht frustriert fahren wir wieder zurück nach Galati und weiter nach Braila. Dort finden wir zufällig das Hotel Trajan, das wir uns für heute genehmigen. Die nette Dame an der Rezeption bittet uns von sich aus, doch unsere Motorräder in der Hotelhalle unterzustellen, denn draußen seien sie nicht bewacht. Damit haben wir nun auch überhaupt nicht gerechnet, fahren die Bikes aber natürlich gerne in die Halle. Das Zimmer ist auch okay und bietet einen nebligen Blick auf einen kleinen Park, sodass der erste Tag im neuen Jahr doch auf jeden Fall wieder in Zufriedenheit endet. Als wir uns gegen 9 Uhr auf den Weg machen, ist es 2 Grad warm und es nieselt leicht. 30 Kilometer weiter in Richtung Slobozia hat sich der Nieselregen zuerst in kräftigen Regen und dann in dichten, nassen und schweren Schnee verwandelt, der die Visiere von außen ziemlich dicht macht. Zudem bildet er auf der Fahrbahn schnell eine matschige Schicht, auf der es sich nicht wirklich flott und unbeschwert fahren lässt. Wir fahren jedenfalls die etwa 100 Kilometer bis Slobozia nonstop durch, weil unterwegs einfach nichts ausfindig zu machen ist, um eine kurze Einkehr zu halten. Samstag, 2. Januar, Feiertag, alles zu. In Slobozia, wo wir wie Schneemänner ankommen, brechen wir durchnässt die Fahrt ab. Im Hotel Select können wir unsere Sachen zum Trocknen an der Zimmerheizung arrangieren und über unser weiteres Vorankommen nachdenken. Ich hole mir an der Rezeption einen Stadtplan, auf dem ich ganz in der Nähe des Hotels das UNESCO Cultural Center entdecke, in dem auch ein Radiosender untergebracht sein soll. Dort finden wir in Florent Florianu, dem Programmdirektor, und der Redakteurin Clementina Tudor, zwei sehr aufgeschlossene und interessierte Gastgeber und Zuhörer. Florent zeigt uns im Internet einige seiner bemerkenswerten Fotos. This is one of my favorite pictures with an old lady. Lorenzo möchte uns etwas Regionalkolorit in Sachen Küche vermitteln und holt uns etwas zu essen. Eine Art Krautwickel mit einer Fleisch-Reis-Mischung. It's rice and meat. And, well, you'll do your own serving. There we go. So, enjoy. Sarmale dau city. Splendid, thanks very much.
Nach dem Essen geben wir ein Radiointerview zu unserer Reise und Clementina zeigt uns ihr Glas mit traditioneller Bemalung und Barbara-Zweigen. Anschließend bietet sich Lorenzo als Fremdenführer an und zeigt uns unter anderem die einzigartige Holzkirche von 1737, die in der Region abgetragen und hier im Zentrum der erst 60 Jahre jungen Stadt wieder errichtet wurde. Nachdem der Wetterbericht für heute Schnee angesagt hat, stecke ich mich vorsichtshalber in meinen Winterkombi, weil ich keine Lust habe, noch einmal so nass zu werden. Für alle Fälle vergesse ich meinen einzigen Pulli auf dem Hotelzimmer und als mir langsam kalt wird, ist es zum Umkehren zu spät. Also leihe ich mir ein dünnes Teil von Andreas aus und weiter geht es Richtung Russe. Dort wollen wir versuchen, einen Frachter zu finden, der uns ein paar Tage mitnimmt, bis der Schnee verflogen oder geschmolzen ist. Bei diesem Wetter gleicht das Fahren einem Eiertanz. Brücken sind spiegelglatt, Schlaglöcher versteckt und die tückischen Längsrillen der halbfertigen Straßen gefährlich. Wir passen auf, so gut es geht, und fahren lieber zu langsam als zu schnell. Wir sind ja auch nicht mehr 18. Wir haben zur Abwechslung mal Pech. Die Donaustar nach Deggendorf ist gestern abgedampft und die nächsten 10 Tage ist kein Schiff in Richtung Deutschland oder Ungarn in Sicht. Also werden wir hier übernachten und dann auf der rumänischen Donauseite weiterfahren. In einem Motel lässt man über den Preis mit sich reden und dafür bekommen wir das schlechteste Zimmer des Hauses. Wir machen unsere Hausaufgaben, besorgen uns eine Kleinigkeit nebenan in der Tankstelle und sehen uns die Wettervorhersage an. Noch mehr Schnee und Kälte. Aber das muss nicht stimmen, wie wir wissen. Doch diesmal stimmt es. Wir können uns nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben, aber nach den ersten Minuten war klar, derart können wir nicht weiterfahren. Eis, wohin das Fahrerauge sieht. Also zurück zum Motel, eine weitere Übernachtung buchen und den Tag sinnvoll gestalten. Wir gehen zu Fuß in die Stadt. Dabei sehen wir uns an, wie die Leute hier mit der Schneesituation zurechtkommen. Viele Arbeiterinnen und Arbeiter schaufeln hier und da und der Rest wird dem Lauf des Tages überlassen, besser gesagt, der irgendwann steigenden Temperatur. Wir landen im Rathaus von Giurgiu. Dort bemühen wir uns, Zuständige zu erreichen und haben Glück.
die Gemeinderätin für Medien, die Empfangsinspektorin sowie Referent Michael Muschter schenken uns ihre Aufmerksamkeit. Dass ich meine Mütze aufmasse, aber meine Haare sind vom Helfen furchtbar. Nicht frisiert. Darf ich ein bisschen filmen? Und unser Gespräch ein bisschen. Gespräch? Ja. Auf jeden Fall bin ich hier für Deutsch zuständig. Aber also bitte sitzen Sie sich vor. Danke. Was dürfen wir für Sie tun als erstes? Als erstes schenken Sie uns 5 Minuten, wo wir erklären, warum wir hier sind. Und was wir haben. Deci luați loc, așa, ca să ne spună timp de 5 minute cine sunt, de ce au venit aici, pentru ce și mai departe. Bine că wir sind beide Journalisten, ihr Kameramann, ja. Ich schreibe in der Zunft, ja. Und wir veranstalten in diesem Sommer, im September, in Passau, ja. Eine ja, internationale Donau-Freundschaftswoche. Moment. Deci, prin anul acesta, organizează la Passau o săptămână a prieteniei Dunăren. Până aici. Der Grund ist ganz einfach der, weil die Donau ein sehr, sehr internationaler Fluss ist, ja. Mit vielen Ländern, die an der Donau grenzen. Und mit vielen, vielen Häfen dran. Ja. Und wir wollen diesen internationalen Charakter einfach nutzen, mhm. Freundschaften zu bilden, ja. Fremde Kulturen ja. kennenzulernen. Mhm. Ja. Und so ja. denken wir, ist die Jugend ja. der richtige Punkt, ja. um die verschiedenen Menschen, Länder, Kulturen ja. kennenzulernen. Unsere Entscheidungsträger, also Oberbürgermeister oder Vizebürgermeister oder Nachwahl, Gemeindeverwalter und so weiter, werden eine Entscheidung treffen und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Entscheidung wird auch gültig sein. Mhm. Ja, das ist bei mir wunderschön. Wir durften unsere Einladung zur Freundschaftswoche in Passau überbringen. In deutscher Sprache. Welch ein Luxus! In welchem deutschen Kleinstadtrathaus stünde ein fließend rumänisch sprechender Angestellter parat? Auf dem Rückweg zum Motel entdecken wir reges Leben in einer zuvor noch verschlossenen Kirche. Hier werden Beifußsträuße gebunden, mit denen dann die Köpfe der Gläubigen mit Weihwasser besprengt werden. Freundliche ältere Herren reden munter auf Andreas ein und es zeigt sich wieder einmal, dass Verständigung gar nicht so schwierig ist. Dann wird er einer Schnellweihe unterzogen. Und ich bin auch dran. Weihwasser scheint genügend vorhanden zu sein. Richtig gemütlich und einladend ist dieser Kirchenraum eingerichtet. Und die Fröhlichkeit, mit der die Leute ihr kirchliches Brauchtum pflegen, gefällt mir gut. Andreas schießt noch ein Gruppenfoto und bietet einer der Frauen an, ihr ein Foto zu schicken. Wobei er an der deutsch-rumänischen Sprachbarriere scheitert oder am Technikverständnis dieser Frau. Tags darauf sind wir wieder unterwegs durch die verschneite Donauebene. Ab und zu halten wir an, um typische Bilder und Filmaufnahmen dieser rumänischen Dörfer zu machen. Damit sein Motorrad eine bessere Straßenhaftung hat und so bei Eis und Schnee weniger herumrutscht, hat Andreas Luft aus seinen Reifen gelassen. Unterwegs finden wir eine Werkstatt, in der er sich die Reifen wieder aufpumpen lassen kann. In der nächsten Stadt wärmen wir uns mit einer Tasse Kaffee in einem Hotel auf und ich sehe am Eingang einer Kirche Männer mit farbigen Armbinden stehen. Also gehe ich in die Kirche hinein und nehme Eindrücke von einer orthodoxen Totenmesse mit.
Dann sind wir wieder ganz nah an der Donau. In diesen Straßendörfern gibt es eine Unmenge streunender Hunde und jedes Haus hat mindestens einen Kläffer, der alles verbellt, was er nicht kennt. Die meisten der Bauernhäuser hier haben zwei oder drei Räume und einen maurisch anmutenden Vorbau oder eine Veranda. Das Hüten von glücklichen Schweinen ohne Ohrmarken und doppelten Fleischbeschau vor dem Schlachten wird im Zuge der EU-Mitgliedschaft Rumäniens bald der Vergangenheit angehören. Bei der Weiterfahrt sehe ich einen Friedhof, der sich von allen Friedhöfen, die ich bisher gesehen habe, unterscheidet. Zuerst fallen mir die vielen kleinen Dächer über den Grabsteinen auf. Als ich anhalte und genauer hinsehe, stelle ich fest, dass die Dächer zum Schutz bunt gemalter Holzkreuze angebracht sind, die hinter den Grabsteinen stehen oder lehnen. Bei der Weiterfahrt, noch ist die Straße trocken, hänge ich so meinen Gedanken nach und denke, es wäre doch eine tolle Sache, wenn uns aus irgendeinem Zufall heraus jemand, am besten eine Bauernfamilie, zu sich nach Hause einladen würde, damit wir einmal sehen können, wie die Bauern hier so leben. Dann ist Schluss mit derlei Hirngespinsten, weil der plötzlich einsetzende Schnee unsere volle Konzentration auf die Straße verlangt. Als wären wir in einem anderen Film, ist es uns bald unmöglich weiterzufahren. Die nächste Stadt ist fern und so geschieht das, worüber ich Stunden zuvor nachgedacht habe. Wir fragen in einer Bar, ob man hier irgendwo übernachten kann und können kostenlos im Haus eines Bauern schlafen. Das Haus hat zwei Zimmer und in einem davon stehen zwei Schlafstellen. Ansonsten gibt es hier weder Heizung noch Wasser noch Toilette. Aber immerhin, es gibt Licht und eine Türe, die man zumachen kann. Im Dunkeln machen wir uns dann auf den Weg zum einzigen Geschäft der Ortschaft, um noch etwas Essbares zu kaufen. Der Laden ist überraschend gut sortiert, ein richtiger Kramerladen mit allem, was man in einem Dorf so braucht. Und die Chefin spricht, wen überrascht das noch, Französisch und etwas Deutsch. Nur von einer Plastikfolie vom Flur getrennt ist nebenan die Bar mit Fernseher. Und wir sind die Attraktion des Abends. Einer, der wie viele von hier im Ausland arbeitet und nur Weihnachten über seine Familie besucht, sagt uns, was er über sein Dorf denkt. Dieses Dorf ist am Ende. Die Leute haben kein Geld, keine Zukunft, weil die meisten ins Ausland oder in die Großstadt gehen. Auf die Frage hin, was die Leute hier machen, meint er, nichts. Sie machen nichts. Und wovon leben sie? Ich weiß es nicht. Die meisten gehen weg. 200 oder 400 sind weggegangen. Das Dorf stirbt. Vor etwa 5 Jahren hieß das Dorf noch Dunaren, wegen der Donau.
Das war der alte Name. Ich weiß nicht, warum es jetzt Sulitschka heißt. History. All history, you know? We tell all history. The next village bigger is Craiova, you know? She have industries, you have... Yeah, so bigger. People from here, do they go to Craiova? Die nächste größere Stadt ist Craiova. Dort gibt es Industrie, dahin gehen die Leute zum Arbeiten. Und sie bleiben dann dort, haben ein Haus, arbeiten und leben dort. Yeah, now they have a house, works there, live there. But too many people who stay here, it's all gone. So what was the former name? Dunareni? Dunareni. Oh yeah. So hat das Dorf geheißen, mit einem Strich da drauf. You know, we have the... Yeah, okay. This is a very common song, and... Und weil wir etwas von unserer Heimat zeigen wollen, trage ich ein heiteres bayerisches Lied vor. Von dem Baum, an dem ein Ast ist, an dessen Ast ein Zweig ist und so fort. Eben Trend in der Gräne Au. Leaves and what is on the leaves, there's a nest, and what is in the nest, there's a little bed, and what is in the bed, there is a little boy, and what is with the boy, a little girl, and all this, you know? So, and it starts, and it's going more and more and more and more and more. So, let's sing it. Trennt in der grünen Au, schöne Birnbaum, schön blau, juche. Trennt in der grünen Au, schöne Birnbaum, schön blau. Was ist an dem Baum? Ein wunderschöner Ast. Ast, bam, 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 in der Au. Trennt in der grünen Au, schöne Birnbaum, schön blau, juche. Trennt in der grünen Au, schöne Birnbaum, schön blau. Was ist an dem Ast? Ein wunderschönes Astel, Astel am Ast, Ast am Bam Bam in der Au, trennt in der Grenau, Au, schreibt ihr ein Bam, schreibt blau, juche. Trennt in der Grenau, schreibt ihr ein Bam, schreibt blau. Was ist an dem Astel? Ein wunderschönes Zweigel, Zweigel am Astel, Astel am Ast, Ast am Bam Bam in der Au, trennt in der Grenau, schreibt ihr ein Bam, schreibt blau, juche. Trennt in der Grenau, schreibt ihr ein Bam, schreibt blau. Was ist an dem Astel? Ein wunderschönes Zweigel. Und was macht der moderne, mobile Mensch unserer Zeit? Er zeichnet außergewöhnliche Begebenheiten mit seinem Handy auf, um diese dann seiner Freundin vorzuführen. Ein wunderschönes Bladl, Bladl, Zweigel, Zweigel, Mastl, Astl, Mastl, Astl, Astl, Bam, Bam, in der Au, trennt in der Grenau, schreibt ihr ein Bam, schreibt blau, juche. Trennt in der Grenau, schreibt ihr ein Bam, schreibt blau. Was ist an dem Bladl? Ein wunderschönes Nistel. Nistel am Bladl, Bladl am Zweigel, Zweigel am Astl, Astl am Ast, Astl am Bam, Bam in der Au, trennt in der Grenau, schreibt ihr ein Bam, schreibt blau, juche. Trennt in der Grenau, schreibt ihr ein Bam, schreibt blau. Was ist in dem Nistel? Ein wunderschönes Bittel. Bittel im Nistel, Nistel am Zweigel, Zweigel am Astl, Astl am Ast, Astl am Bam, Bam in der Au, trennt in der Grenau, schreibt ihr ein Bam, schreibt blau, juche. Trennt in der Grenau, schreibt ihr ein Bam, schreibt blau. Was ist in dem Nistel? Ein wunderschönes Bittel, Bittel im Nistel, Nistel am Zweigel, Zweigel am Astl, Astl am Ast, Astl am Bam, Bam in der Au, trennt in der Grenau, schreibt ihr ein Bam, schreibt blau, juche. Trennt in der Grenau, schreibt ihr ein Bam, schreibt blau. Was ist in dem Bettel? Ein wunderschöner Bur. Bur im Bettel, Bettel, Nistel, Nistel, am Zweigel, Zweigel, am Astl, Astl, am Bas, Ast, Ast, am Bam, Bam in der Au, trinkt in die Grenau, schreibt ihr ein Bam, schreibt blau, juche. Trinkt in die Grenau, schreibt ihr ein Bam, schreibt blau. Was ist bei dem Burm? Ein wunderschönes Madl. Madl beim Burm, Burm im Bettel, Bettel, in Nistel, Nistel, am Zweigel, Zweigel, am Ast, Ast, am Bam, Bam in der Au, trinkt in die Grenau. Schreib ihr ein Bam, schreib blau, juche. Turnt in der Grenau, schreib ihr ein Bam, schreib blau. And the rest is fantasy, you know, what the boy is doing with the girl. Und der Rest, was der Junge und das Mädchen machen, bleibt dann der Fantasie überlassen. Ich hatte gehofft, einen von Ihnen zum Singen zu bewegen, aber heute wird anstelle einer Live-Darbietung das Kulturgut wie hier Zigeunermusik per Bluetooth von einem Handy auf das andere übertragen. Moderne Zeiten in einer Welt, die viele von uns als rückständig bezeichnen. Da.
Nach einer wegen der kläffenden Hunde und einem tatsächlich existierenden Schneeräumer etwas unruhigen Nacht sondieren wir das Wetter und beschließen, nach einem Kaffee weiterzufahren. Dabei stellen wir fest, dass die Dorfbrunnen auch hier noch in Betrieb sind. Dann packen wir uns wieder schneefest ein und machen uns dran, die Mopeds wieder auf die Straße zu bringen. Andreas versucht sein Glück nach vorne, aber leider ist der Boden weich und noch nicht durchgefroren. Und bei seinen Reifen kann man wirklich nicht von einem Profil reden. Und dann kommt noch unser Gastgeber, um uns einerseits etwas Speck mit auf den Weg zu geben und uns andererseits leider doch noch anzubetteln. Wir verstehen nicht, was er uns sagen will und rollen auf der Schneepiste davon. Wieder ein paar Dörfer weiter begegnen uns Reiter auf geschmückten Pferden und dann eine Menge Leute vor der Kirche. Dank der Weihwassereimer und der vielen Pferde, die aus allen Richtungen herbeikommen, schließen wir auf eine Pferdeweihe. Die Ansammlung von Menschen und Tieren ist zwar völlig ungeordnet in unseren Augen, aber da jeder zu wissen scheint, was er hier soll, ist die Atmosphäre entspannt und gelassen. Wir passieren das Eiserne Tor auf der rumänischen Seite und fotografieren dieses riesige Bauwerk, obwohl und weil hier Fotografieren verboten ist.
Es gilt als einer der imposantesten Taldurchbrüche Europas. An der schönsten Stelle, dem Kasan, was Kessel bedeutet, zwischen den Städten Orschowa und Donji Milanovac, wird die Anstauung der Donau auf 200 Meter Breite und 80 Meter Tiefe reduziert. Die Hänge sind hier betoniert, was die ständige Gefahr von Steinschlag reduziert. Auf beiden Seiten der Donau wurden Schutzgebiete eingerichtet. In Serbien der Nationalpark Derdap, auf der rumänischen Seite der Parcul Natural Portile de Fier. Im Jahr 1972 erbauten Jugoslawien und Rumänien gemeinsam dieses Kraftwerk. Dadurch wurde der Wasserspiegel der Donau um 35 Meter angehoben und der 150 Kilometer lange Djerdap-See entstand. Neben der Energiegewinnung wurde auch die Wasserstraße auf der Donau ausgebaut und die Schiffsdurchfahrt erleichtert. Das Passieren dieser Schlucht war zuvor nur mit der Begleitung erfahrener Lotsen möglich. Der Wetterbericht kündet weiteren Schneefall an und deshalb beschließen wir, die Donau zu verlassen und eine Abkürzung zu fahren, indem wir relativ geradewegs Timișoara anpeilen. Zudem interessiert es uns, ob man dieser Gegend heute noch ansieht, dass sie früher eines der deutschen Siedlungsgebiete im Osten Europas war. Die Landschaft wird abwechslungsreicher und der Baustil der auch hier oft sehr menschenarmen Dörfer wird etwas weniger verspielt. Hin und wieder werden am Straßenrand Äpfel angeboten und Schilder weisen darauf hin, dass es sich hier um eine obstreiche Gegend handelt. Wir durchfahren wieder eine Gegend, die von riesigen Getreidefeldern dominiert wird und kommen nach Vinga. Der Boden ist sehr durchnässt und wir erinnern uns, von einem Schneechaos gehört zu haben, das hier vor 3 Wochen das halbe Land lahmgelegt hatte. In Vinga fällt uns das Nebeneinander zweier Kirchen auf, einer orthodoxen und einer römisch-katholischen. Vor den Häusern, die an den Baustil der frühen 30er Jahre in Deutschland erinnern, ruft uns, als wir abfahren, ein alter Mann zu: Gute Heimreise! Und als wir umdrehen, um mit ihm zu sprechen, ist er leider bereits verschwunden. Auch diese orthodoxe Kirche ist in einem sehr guten Zustand. Dann fahren wir zur römisch-katholischen Nachbarin und sind enttäuscht. Diese Kirche ist geschlossen. Schade. Also fahren wir weiter durch das nasskalte Land und erreichen nach der ungarischen Grenze und Szeged, eine kleine Stadt mit unaussprechlichem Namen. Dort nisten wir uns im familiär gemütlichen Hotel Oasis ein und genehmigen uns auch gleich das mit 670 Forint, also etwa 2,5 Euro, unglaublich günstige Menü. Und in Ungarn gehört eine echte Gulaschsuppe unbedingt dazu. Unser nächstes Etappenziel heißt Donauperle. Wir sind sehr gespannt, wie es unserem Schiff so geht. Und wie fühlt man sich jetzt so nach langer Zeit wieder auf der Perle? Ja, es ist schon lustig. Aber ja, man merkt, dass wir viel mit ihr erlebt haben. Das spürt man irgendwie. Das ist schon witzig. Wieder reinzugehen in das Schiffchen. Ich klemme noch die Batterien ab, was ich bei unserem Aufbruch vergessen hatte. Mache das WC eisfrei und sauber und stelle fest, dass ansonsten alles in Ordnung ist. Dann machen wir wieder weiter. Rest der Reise. Da
Dann geht es weiter. Diesmal jedoch die Strecke, die wir auf der Donau gefahren sind, auf dem Landweg zurück. Die nächste Station heißt Budapest. Hier fangen wir fotografisch und filmisch ein paar Winterimpressionen dieser wunderschönen Donaumetropole ein, wissend, dass wir nicht zum letzten Mal hier sind. Auf dem Weg nach Esztergom entspanne ich mich vom Fahren im Schneeregen eine kurze Zeit an einer Stelle, wo sich die Donau wieder von ihrer schönsten Seite zeigt. Hier treffen wir wieder Miklos, der uns in der kalten Nacht auf der Donauperle seinen Radiator geschenkt hatte, und er lässt uns auf seinem Sofa übernachten. Unser Gastgeber ist glücklich über seinen Job bei der Magyar Suzuki Corporation, der ihm einen für Ungarn guten Lohn von etwa 650 Euro beschert. Abends zeigt er uns noch das Wahrzeichen von Esztergom, eine der ältesten Städte Ungarns, die 1820 errichtete und größte klassizistische Basilika des Landes, einem der größten Kirchenbauten Europas, der weithin sichtbar auf dem Burgberg steht. Sie ist die größte katholische Kathedrale Ungarns mit einer mittelalterlichen Renaissancekapelle, die an die Basilika angegliedert ist. Die Basilika wird auch Caput Mater et Magistra Ecclesiarum Hungariae, Haupt-, Mutter- und Lehrerin der ungarischen Kirchen genannt. Am nächsten Morgen zeigt uns Miklos noch den besten Weg für unsere Weiterreise. Er empfiehlt uns, durch die Slowakei zu fahren, weil dort die Straßen in einem besseren Zustand seien als auf der ungarischen Streckenvariante. Die Slowakische Republik, wo der Euro am 1. Januar 2009 eingeführt wurde, ist 1993 durch die Teilung der Tschechoslowakei entstanden. Bratislava ist die Hauptstadt. Mit einem Durchschnittsalter von 35,5 Jahren gehört die Slowakei zu den Staaten Europas mit einer relativ jungen Bevölkerung. Die größte Minderheit bilden mit 9,7% die Ungarn. Aufgefallen ist mir hier diese ungewöhnliche Art von Hausgiebeln. Der Winter hat uns wieder eingeholt, als wir in Österreich ankommen. In Tulln sehen wir durch die Winternacht ein Jugendherbergschild leuchten und tatsächlich, die Herberge hat geöffnet. Das weitläufige Gebäude war einst ein Kloster, dann ein Krankenhaus und heute ist es ein modern eingerichtetes Jugendherbergswerk. Naja, wobei wir können, mit die Altersgrenze nicht festsetzen. Nicht so genau, aber das ist jetzt gesagt. Offiziell einfach mal so zwischen 16 und 18. Und ist es nur ein Tag? Wir bezahlen den Erwachsenenpreis von 29 Euro pro Person. Dann geht es weiter. Im Wetterbericht wird für das Wochenende viel Schnee und Kälte vorausgesagt, und zwar exakt für das Gebiet, in das wir fahren wollen. Also leisten wir uns keine Urlaubströdelei, sondern wollen noch vor dem angekündigten Schneechaos zurück sein. Immer wieder verläuft die Straße entlang der Donau und wir erkennen das eine oder andere Bauwerk, die eine oder andere Landschaft wieder, die wir vom Fluss heraus gesehen haben. Jede unserer beiden Reisevarianten birgt Vor- und Nachteile. Wenn die Straßen voller Schnee und Eis sind, kann die Donauperle gelassen weiterdampfen. Sind die Straßen schneefrei, kann man mit dem Motorrad besser reisen. Dichter Schneefall bedeutet für beide Verkehrsmittel allerdings das Aus. Und dichter Nebel ist für das Schifffahren ohne Radar lebensgefährlich. Der Umstand, dass hier von Frühjahr bis Herbst der Tourismus die Betten füllt, im Winter aber nur vereinzelte Spinner wie wir unterwegs sind, führt dazu, dass in Österreich scheinbar alle Pensionen und kleinen Hotels wegen Winterschlafs geschlossen sind. Nur große Häuser sind geöffnet und die sind rar und für uns zu teuer. Und dann statten wir der Schleuse Wallsee einen Besuch ab. Die dortige Belegschaft hat unsere Tour mit großem Interesse verfolgt und weiß vom letzten Eintrag, dass wir kommen wollen. Das ist das Kaffee Schleuse. Ja. Das Kaffee Schleuse ist das. So, grüß euch. Hallo, servus.
Jetzt sind wir da. Der Empfang ist herzlich. Wir bekommen Kaffee und werden sogar noch mit selbstgebackenen Plätzchen verwöhnt. Also weiß ich die Einladung zum Kaffee. Es ist beeindruckend zu sehen, wie das Schleusen von hier oben aus geregelt wird. Hier sind also unsere Anmeldungen angekommen und von hier aus wird der Schiffsverkehr koordiniert. Rechtzeitig erfahren die ankommenden Schiffe, wo und wie lange sie warten müssen und in welcher Reihenfolge sie in die Schleuse fahren sollen. Liegt nur rechte Kammer bitte, rechte Kammer 20 Minuten, kommen. Als wir endlich wieder abziehen, schneit es wieder. Die Straßen sind trotzdem gut zu fahren und so geht's relativ flott an Linz vorbei Richtung Heimat. Hinter Linz entscheiden wir uns allerdings nicht der Donau entlang über Everding zu fahren, sondern glauben, die Bundesstraße über Rohrbach sei besser. Innerhalb der nächsten Stunde erweist sich dies jedoch als absoluter Trugschluss. Der Schneefall nimmt zu, die Straßen machen dicht und wir kommen nur noch im Schneckentempo voran. Während ich mal kurz was Dringendes zu erledigen habe, düst Hendrik weiter und ward nicht mehr gesehen. Bis Rohrbach hole ich ihn nicht mehr ein, auch an der dortigen Tankstelle finde ich ihn nicht. Die Wetterbedingungen sind allerdings mittlerweile so schlecht, dass ich beschließe, nicht mehr weiterzufahren, sondern hier eine Übernachtungsmöglichkeit zu suchen. Dabei hoffe ich, dass meine EC-Karte wieder funktioniert, denn unsere Barschaft hat Hendrik, ich nur das Plastikgeld. Im Hotel Kern in Rohrbach finde ich nur eine Telefonnummer, die ich dann aber anrufe. Die Chefin erklärt mir am Telefon ganz unbürokratisch den Zahlencode für den Schlüsselsafe. Und ich habe ein schönes Zimmer. Später ruft Hendrik an und erzählt, dass er nur ein paar Kilometer weiter aufgegeben hat, die KTM abgestellt und sich von Hans hat holen lassen. Er ist also gut heimgekommen und ich schlafe ruhig. Der nächste Morgen präsentiert sich in winterlicher Schönheit. Eisige 8 Grad minus, schwacher Sonnenschein und wieder relativ frei befahrbare Straßen. Es ist richtig schön, die letzten paar Kilometer nach Untergriesbach abzuspulen. Dort angekommen, genehmige ich mir im Café Pur bei Uli und Benno erstmal einen Willkommenscappuccino. Das heiße Bad zu Hause genieße ich etwas später. Hendrik hat mittlerweile die KTM abgeholt und ist auch wieder daheim. Wir sind zurück. Wir können sagen, dass es eine rundum gelungene Reise war. Wir haben zwar Sulina nicht mit dem Schiff erreicht, aber wir hatten einiges an Abenteuer erlebt, unsere Einladungen überbracht und haben die 4500 Kilometer ohne Schaden erlebt. Als nächstes gilt es, die Donau-Freundschaftswoche in Passau zu organisieren und wir hoffen, dass auch die ein voller Erfolg wird.